Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Ich bin hier gerade mit meiner Familie auf AIDA Prima im Urlaub und da habe ich mir gedacht, nehme ich Sie doch mal mit hinter die Kulissen. Komm! Gerade in letzter Zeit waren ja ordentlich Prominente an Bord zum Oktoberfest und da haben wir für Sie mal so ein kleines Potpourri zusammengestellt, dass Sie mal sehen, was alles los war. Viel Spaß! Ja, sind wir dabei! Das ist prima! Prima! Colonia! Ja, 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 wir haben das schon mal genau. Aber ja, hier ist jetzt mal zwang. Aber AIDA ist was Besonderes. In meinem Leben gibt es ja eine To-Do-Liste und auf dieser To-Do-Liste steht tatsächlich drauf, ich möchte gerne mal auf einem Kreuzfahrtschiff auftreten. Dass es dann gerade noch die AIDA ist, auf so einem pompösen Schiff, das ist umso schöner. Also wenn ich auf ein Schiff komme, bin ich sofort entspannt, sofort relaxed, weil ich komme irgendwie nicht weg und bin dann in diesem Chill-Modus und ich habe mein Handy nicht dabei und das spricht doch sehr für Kreuzfahrten. Kann ich sagen, auf so einem Schiff herrscht eine ganz spezielle Atmosphäre. Die bekommt man in keinem Hotel der Welt zu spüren. Das gibt es wirklich nur auf so einem Schiff. Und ich weiß ganz genau, das wird heute Abend hier abgehen wie die Sau. Seine Motivation, wie er die Leute mitbringt, mitnimmt, seine Freude, seine Emotionen, was er auf der Bühne bringt. Definitiv. Genau. Und vor allen Dingen bekommt man Menschen zusammen aus der ganzen Republik. Also so, das ist total verrückt. Die Leute sind im Urlaubsmodus, die wollen feiern, die wollen unterhalten werden. Und wenn dann so jemand kommt wie Mickey Krause oder De Höhner, dann kann die Party nur funktionieren. Ich bin ja gerade erst angekommen und habe das Publikum schon mal so ein bisschen inspizieren können und muss sagen, jeder, der mir entgegengekommen ist, hat mir auch ein Lächeln geschenkt. Und das Lächeln sah aus, als ob die gesagt haben, Herr Jürgen, wir warten schon die ganze Woche auf dich. Wir wollen heute Abend hier richtig Party feiern. Die Stimmung war einfach super. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Die Erwartungen des Publikums eben nicht nur erfüllen, sondern man muss sie so ein ganz kleines Stückchen übertreffen. Wenn das gelungen ist, dann war es auch ein gelungenes Konzert und dann können wir am Ende sagen, wir waren eine große musikalische Familie. AIDA! Jetzt sind wir in der Crewmesse und wir hatten noch einen Star, eine richtige Stimmungskanone an Bord, Tim Mälzer. Der Entertainer gefangen im Körper eines Chefkochs. Das war so gut, gucken Sie mal. Wir haben uns heute was einfallen lassen, das so 10, 12 geheime Zutaten, von denen ich noch keine Ahnung habe. Die wiederum wurden auf Karten geschrieben, die du in deinem, Alter, das ist in der Hosentasche noch was reinpasst, so eng wie die Leggings sitzt, so Wahnsinn. Das war mal eine Jeanshose, bitte, also. Auf Deck 8 bin ich hier und ich habe hier einen jungen Mann, der wollte ich auch noch was fragen. Wann fängst du denn endlich an zu kochen? Mutig, Kollege, aber nur weil du 2 Stockwerke höher bist und du weißt, das kleine Dicke kann nicht so schnell hochlaufen, ne? So, dann haben wir einmal Sushi-Reis. Sushi-Reis. Sushi-Reis und gemischte Pilze. Aber ganz ehrlich, Sushi-Reis kann nicht so schwer sein, wenn Hensler eine ganze Karriere darauf aufbaut. Kaisergranat. Mmh. Kaisergranat. Vielleicht mariniere ich die ein bisschen. Nein, das ist eine Art Garnele. Wir haben noch was? Karotten. Ja, ich muss doch erstmal die 3. Ich mache jetzt einen kleinen Sushi-Reis-Keks. So koche ich auch wirklich zu Hause. Ich koche wie eine russische Hausfrau. Ich gehe selten einkaufen mit dem Plan, heute gibt es das. Sondern ich gehe manchmal auf den Markt und dann sehe ich irgendwas und dann denke ich so, da hätte ich jetzt Bock drauf. Der fängt an zu kochen, ja, die Spannung steigt. Hammer. Ist das die heiße Phase des Anrichtens? Das ist jetzt im Endeffekt wirklich die heiße Phase. So, was hast du da? Rollmops. Bitte? Rollmops. Ich krieg diesen Rollmops da nicht rein. Ah, doch, ich habe eine Idee. Kannst du den als Vorspeise vielleicht nehmen? Ich habe eine sehr gute Idee. Wir machen Rollmops, wird die Vorspeise, wie du das eben schon gesagt hast. Kresse ist immer geil. Kresse einfach oben drauf, sieht immer gut aus. Ne? Also, wir haben jetzt hier eine ganz einfach durchgeschwenkte Pasta. Wenn du keinen Parmesankäse hast, hast du immer ein bisschen Kresse im Haus. Das Ding, was wir machen, wer möchte denn, dass sein Mann, seine Frau mal ein bisschen kochen lernt? Such mal die ersten 3 Zutaten aus, bitte, ihr 3. Es gibt Kalbsleber, Perlhuhnbrust mit Paprika. Super. Ich fülle die jetzt einfach, die Perlhuhnbrust mit der Leber. Aber du schlägst dich
tapfer. Pass mal auf, die Messer sind scharf. Also das Goldbraun brutzelt so ein bisschen auf den Punkt gegart. Wunderschön. Das sieht sogar super. Alter, das ist krass. Weil Thorsten hat was gelernt, das möchte er jetzt auch zeigen. Was machen wir jetzt noch? Was fehlt? Kresse. Geiler Typ. Mach mal Kresse drauf. Also in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für eure Geduld. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle so lange ausgehalten habt. Danke an die Kinder. Danke, 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 danke. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Möchten Sie jemanden einen wunderbar romantischen Heiratsantrag machen oder kennen Sie jemanden, der sowas gerne machen würde? Ich gebe Ihnen einen Geheimtipp. Das geht am besten auf dem Schiff. Die Kollegen hier mit der Bühne, dem Licht, die inszenieren Ihnen das, ist ein Traum. Gucken Sie mal. Heute ist also ein Tag der Schönheit. Ich nehme mal ganz gerne hier erste Reihe. Sie vielleicht hier vorne, Sie vielleicht. Komm, haben Sie Lust drauf? Ja. Ja, Sie haben Lust drauf, okay. Haben Sie auch Lust drauf? Ja, mach's mitmachen, ja, mach. Ja, los, komm. Dann einen großen Applaus für unsere ersten zwei Freiwilligen mit dem Gläschen 6 schon. Super, das wird lustig. Super, sind Sie glücklich, ja? Ja, super. Okay, dann das ändern wir jetzt. So, erstmal, das ist die Gela, ja, das ist die Gela. Und die nimmt euch mit jetzt in den Spa-Bereich vorne in der Plaza. Wir freuen uns natürlich auf ein Vorher, Nachher. Einen großen Applaus für unsere ersten beiden Freiwilligen. Ja, super. Also, wir werden jetzt nochmal einen Refresh machen, also ein Tages-Make-up, die Haare nochmal hochstecken. Wie lange seid ihr zusammen? 27 Jahre. 27, ich sag mal so, du bist ja nicht so der spontane Typ dann, oder? Ich war mir nicht romantisch genug, vielleicht liegt es daran. Okay. Wir haben was Schönes geflochten, dann hochgesteckt, dann nochmal ein schönes Make-up, die Lippen haben wir ganz toll betont. Lasst euch ruhig Zeit, aber beeilt euch vielleicht ein bisschen, ja, dass wir... Ja, ihr seht toll aus, auf jeden Fall. Das ist erstmal euer Riesenapplaus hier, dass ihr mitgemacht habt. Wir haben hier Hochsteckfrisur gemacht, hätte ich auch ganz gerne. So, ja, ich überlege jetzt auch mal, warte mal, das machen wir nach unten, damit es schön aussieht. So, mach das einmal noch von hinten, drehe ich mal ganz kurz um. Ja, hallo Regina. Oh, wir sind jetzt 27 Jahre zusammen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit, damit ich dir einen Heiratsantrag mache. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viele Gefühle das ich für dich habe. Ich liebe dich über alles. Und deswegen will ich die Frage, Regina, willst du mich heiraten? Jetzt wollen wir natürlich hören, was sie gesagt hat, meine Damen und Herren, oder? Ja, natürlich. Sie hat ja gesagt, Halleluja! Unglaublich! Wenn wir von AIDA Urlaub machen auf einem unserer Schiffe, dann sind wir ja nie so ganz privat. Und wenn wir was zu besprechen haben, dann gehen wir hierhin, in die Gruba, mit dem wunderschönen Blick immer in den Hafen hinten. Und jetzt kommt sie für Sie, die Verlockung der Woche. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Viel Spaß! Wir starten in Barcelona und fahren als erstes nach Palma de Mallorca und nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Der nächste Hafen ist Livorno. Noch ein Halt in Marseille an der französischen Küste. Danach geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Barcelona. Und zum Schluss, wie immer, die Bilder der Woche. Die suchen wir jetzt hier für Sie ganz frisch aus. Und wissen Sie, was ich da mache? Ich bin Urlauber. Ich gehe ins Marktrestaurant. Schönen Tag noch. Tschüss.